Servus. Mit diesem Bild habt ihr einen richtigen Leckerbissen euch ausgesucht. Nämlich, es ist eine Eisaxt. Ungewöhnlich, ja. Die richtige Zusammensetzung, da kommen wir später drauf. Ich zeige euch das Bild erstmal. Wie in jedem Video. Wir nehmen dies wieder Light Kurschei, weil die anderen zwei sind Feuer. Das wäre wieder auf Schwäche basierend. Das versuche ich jetzt mal zu vermeiden. Aber auf Schwäche ist es klar stärker. So, dann wollen wir doch mal ihn begrüßen. Abgelenkt. Und das war's schon mit ihm. Dann müssen wir das volle Ding hier aufladen. Aber ihr seht, er macht genug Schaden. So. Ja, Natze, wie hast du dieses tolle Bild gemacht? Ja, zeige ich euch. Eine ganz einfache Aufstellung, schon eigentlich Verstandart. Wir haben zwei Schatten, zwei Licht, so jetzt sehen wir auf 0. Perfekt. So. Muskelwaffe. Mit Verbindung Panga. Überladene Zylinder, finsterer Ansturm. So, Pulszelle und gekräftigte Zelle hier drin. Laterne ist Koschei mit der Fallzelle. Schattensicht von Shroud mit Knockout-König. Von Trax die Brust, Impulszelle. Von... Ich habe den Namen jetzt von dem Vieh vergessen, glaubst du es? Ich habe den Namen vergessen. Was soll's, hilft jetzt nichts. Aber wir haben bezaubernde Stulpen mit der Fallzelle drin. Und von... Ich habe einen totalen Hänger gerade. Ah, Chronovore, die Impulszelle. So, was macht das Ganze hier? Impuls, gekräftigt und Fallen gehört zusammen. Impuls... Erhöht einen kritischen Trefferschaden, je höher deine Bewegungsgeschwindigkeit ist, bis maximal 50 Bewegungsgeschwindigkeit. Gekräftigt gibt dir 50% Bewegungsgeschwindigkeit, wenn deine Ausdauer unter 50% ist. Und Fallen lässt deine Ausdauer gar nicht mehr höher gehen, wie 25%. Da haben wir noch Gerissheit, um den kritischen Schaden noch mal höher zu machen. Knockout-König einfach nur, weil... Die Axt hat ja schon Knockout drin, warum nicht doppelt so viel? Kann man umwerfen, bleibt liegen, kann man draufhauen. Perfekt. Und natürlich noch die Pulszelle, einmal nochmal für den kritischen Trefferschaden. Und weil jetzt dann jeder fünfte Treffer nochmal 100% kritisch ist, ist es nicht so wichtig, weil die Axt eigentlich recht gut krittet. Nur 15% Trefferschaden, die nehmen wir doch gerne mit. So, das war's schon mit diesem Bild. Ich hoffe, wenn ihr das Bild macht, ihr habt Spaß dabei. Ihr... rockt damit alles
Und wünsche euch noch, ja, noch mal viel Spaß und bis zum nächsten Video.